Diesen Weg gehe ich nicht runter, der ist mir zu gefährlich. Gehen wir nach Simonswald-Ettersbach. So, liebe Freunde, hier geht es los. Die kleinen seitlichen Wege sollte man nicht gehen, da das die Tage zuvor so geregnet hat, sollte man doch lieber auf normalen Weg bleiben, denn die Gefahr abzurutschen ist doch um einiges höher. Ja, gestern hatten wir gut 25 Grad, heute war es wieder ein bisschen kühler, aber ein bisschen was aus dem Urlaub möchte man ja mitbringen. Einen kleinen Sonnenbrand auf der Nase hatte ich gestern. Naja, die Bewertung ist sehr, sehr gut. Die Frau Werle und die Familie gesamt bemühen sich wirklich, für die Gäste was zu machen. Und ich kann nur sagen, wer da nicht zufrieden ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das Frühstück, ein reines, leckeres Buffet. Da kommen selbst namhafte Hotels nicht mit. Ja, wir befinden uns jetzt oberhalb Simonswalds Höhe rückwärts vom Hof bzw. Richtung Simonswald Ortschaft Rhein. Der Boden ist ein bisschen nass, also klettern würde ich nicht unbedingt. Auch die seitlichen Lagen sind, naja, nicht so zu begehen. Hin und wieder muss man mit kleinen Schauern rechnen. Die man teilweise, ist heute sogar mit Gewitter zu rechnen, aber danach sieht es noch nichts aus. Ja, was gibt es noch zu sagen? Mein Urlaub geht ja auch bald zu Ende. Freitag trete ich wieder die Heimreise an. Viel konnte ich aufgrund der Wetterlage nicht sehen, aber ich sage euch trotzdem, das, was ich gesehen habe und alles belaufen bin, das ist wunderbar. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also, der nächste Urlaub wird mit Sicherheit wieder in diese Richtung gehen. Wenn nicht gar sogar wieder auf den wunderschönen Hof vom Simonswald. Ja, was gibt's noch zu sagen?
Die Anreise war eigentlich auch so ziemlich locker mit der Bahn. Also man muss wirklich sagen, wunderschön. Hier sind zwar ein bisschen viele Mücken, aber naja, ist halt Waldgebiet. Diese Region ist früher durch Holz und Landwirtschaft bewirtschaftet worden. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Das war's. Macht's gut.